Gartenzaun. Weiß einer, was mit Falkenberg ist? Okay. Negativ. Wir stehen hier zu 5, Video, was ich sehen kann. Ja, Victor. 5. Okay, wir starten jetzt. Kühler auf. Augen zu. Und los. Dann hänge ich mich bei euch ran, Dui. Ja, bleiben verbindet. Yes, yes, yes. Dui, Seffen träumt. Dui, rechts los. Hallo. Right, bombs are under heavy fire. We are fighting. But we are not too much fighter. We need more escort next time. Karaya solo. Dui solo. Geilan solo. Victor. Cat Zulu. Dui, du bist rechts die dritte Maschine, ja. Victor Sky. Kriegen Besuch auf unserer 2 Uhr? Einer von uns, oder? Graf, ja. Hänge mich ran. Führungsmaschine 11, ist wie du willst. Also dann hänge ich mich an Graf ran. 11-1-0. Stolm ist dann drauf, aber jetzt sind es 41 blaue. Jäger für Baumann, könnt ihr mich diesmal hören? Ruhe bitte. Cassius. Ruhe bitte. Yeah, but it's still great fun, so... Okay, Victor, schaut, dass ihr genug Jagdschutz habt, hey, die nehmen uns im Moment auseinander. Bombers more or less in A, Q24. So heading now to Rochester, the turn to the right, in 4K. Elf, 1-0. Bendig, wie ist dein Status? Ich klick mich immer noch durch die scheiß Flugplätze und kann irgendwo spawnen. Bist du mal runter vom Server komplett und nochmal neu drauf? Ja. Und hast du die blauen Flugplätze, sind die blau angezeigt bei dir? Dann klick nochmal auf die Fahne drauf. Dann müssten sie weiß werden. Ich glaube, ich habe schon überall durchgeklickt hier. Bei den Weißen ist es ja auch, wenn ich raufklicke, dann habe ich danach immer die Chatleiste. Also irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, ich habe mein Flugzeug hier nicht kaputt gemacht, ich habe nicht eine Kugel abgekriegt. Ja, es sind momentan 41 blaue auf der unserer Seite. Ja, wir haben aber mehr Plätze. Na, vielleicht kann ich nicht spawnen, weil so viele blaue Maschinen schon auf dem Server sind, das kann ja vielleicht auch sein. Kriegst du eine Meldung in irgendeiner Form? Nee, ich klicke auf die Maschine erstellen und dann habe ich ein normales Chatfenster. Also du bist noch nicht freigeschossen. Ich nehme 100% E1 und versuche zu spawnen. Vielleicht bist du auch blockiert, vielleicht muss er auch warten. Ja, aber dann würde er die Nachricht, glaube ich, bekommen. Aber das im schlimmsten Fall, also ja, in 3 Minuten, wenn wir es wissen, dann dürften spätestens dann die 7 Minuten um sein. Ach, das kannst du ihnen schon mal sagen hier, die sollen den Scheiß lassen, das ist doch Quatsch, ey. Nichts, meine Maschine hat nicht einen Schaden. Ja, das sollte auch nicht so sein. Sollte eigentlich sein, wenn man die Maschine nicht groß bewegt oder so, weißt am Boden, dann, dass man dann direkt nochmal spawnen kann. Okay. Bodo sagt mir, ich soll im Wartesaal bleiben. Wenn du rein kannst, geh nach Bologna, Stolpen, wenn du fliegen kannst. Oh, Server weg.
Ne, er ist wieder da, hat mal kurz geleckt. Zwei Bomber haben ihre Ladung reinbekommen. Bin schon bei Visong gespawnt, leider. Jetzt muss ich hier auch hoch. Naja, alles warpt hier herum. Durch die Bomben, denke ich, durch das Skript. In dem Moment waren die Bomben gerade eingeflogen. Knapp 5000 Kilo. Sehr schön. Boah, ey, ist nur noch gebaut hier. Ja, noch ein Verbesserungspunkt. Wenn ich jetzt... Oh, destroyed, ey. Okay. Ey, super. Mach, wenn, wenn ich jetzt despawne und auf Bologna respawne, wird das dann wieder als 520 Sekunden gewertet? Vielleicht nicht. Also bei mir ging's. Okay, Planänderung für das JG4. Neuer Plan, Doktorm, neuer Plan. Flugfeld, Lümpne. Jo, hau mal mit. Der Lemp, er geht jetzt auf Lümpne. Victor. Victor. Wieder nochmal zum Nachfragen. Ist nur Flugfeld oder gibt es da auch Objekte, die wir noch zerstören müssen? Lümpne ist nur Flugfeld. Mittel auf dem Platz. Sehr schön. Und den Wagen vom Milchmann. So, haben wir jetzt nur, unter Anführungszeichen, nur 6 Jäger in der Luft. Bentwick ist jetzt bei Ordenberg gespawnt mit L4. Wir sind überfliegen gerade Bologna, Bentwick. Okay, Doktor, auf dem Weg machen noch Bologna, wir sind drüber. Bitte. Eure Heer momentan für die Bomber? Wie lohnt? Doktor, um Höhe und Position brauche ich mal bitte. Kirchturm 18. Über den Startplatz, Höhe 20. Abflug jetzt Richtung Bologna. Victor, Victor. Na schau, da soll es noch klappen, Bentwick. Kriegst du mittlerweile irgendeine Nachricht? Ich roll gerade. Sehr schön, hast du gesagt, genau, sehr schön, sehr schön. Und Stäuben, da sieht es noch nicht so gut aus, gell? Stäuben rollt zumindest schon mal, das hat er mir jetzt nicht verweigert, den Motor anzulassen. Mal gucken. 11-1-0. Wir steigen noch auf Halle 40. Ganze Gruppe über Lisa, großen Turm. Super geil. Beim Solo. Super Lifestyle.
Ja, die Ziele sind sogar rot auf der Karte verzeichnet, das habe ich noch gar nicht so mitgekriegt. Ja, habe ich jetzt gerade gesehen. Mhm. Ah, dass wie viele Piloten tot sind, kommt auch relativ häufig, wa? Ja, kommt davon an, was für eine Zeitspanne die es gibt da. Okay, an wie du kennt, die Bomber sind zerstreut oder abgeschossen alle. Unser Begleitschutz formiert sich wieder neu. Was greift ihr an? Können wir euch zur Hilfe eilen? Victor. Bleiben auf dem Weg nach Bologna. Victor. Dann machen wir dann Vorausjagd über Limp. Wir sind mittlerweile auf 40 über Bologna am Kreisen. Hallo, 10 Uhr 10:00. Achtung, die Bomber auf 3 bis 4 Uhr. Bomber auf 3 bis 4 Uhr. Victor. Wir haben Kontakt zu den Bombern. Ganze Gruppe nach Rolf. Große Rolf. Wie, du kommen mit Höhe 35 in Bologna Albrecht an. Wir sehen euch schon. Trenn auf euch ein. Doktor, ihr Bomberkurs in Höhe und Autopilot nenne ich zu alles. So dass du gut rauskommst in Limni. Jo. Benwick und Stäuben fehlen im Moment noch, wie du. Ihr könnt ja schon mal fliegen, wir schneiden hier am besten. Ich schneide jetzt schon Richtung aufs Wasser raus vor Bologna. Also ihr seid jetzt direkt noch über Bologna, ja? Bologna. Ja, jetzt ist Hallo 40 rumherum. Egal. Und wir sind jetzt an der Küste fast, aber ein paar Kilometer südlich von Bologna, gleich 10 Kilometer, 5 Kilometer, 10. So, ich habe den anderen jetzt auch noch Bescheid gesagt, die frei sind, die sollen jetzt nach Limni gehen, an die Jäger. Bin jetzt über den Flugplatz Bologna, Halle 45, suche. Bomber sind südlich auf circa Hallo knapp 40. Etwa an der Küste. Okay, du übernimmst die A1, die bleiben ungefähr auf der Höhe jetzt über den Bombern. Die sollen sich verteilen. Und die A4 geht hoch über die Bomber auf 6. Victor, dann gebe ich mal Gas. Wer ist denn jetzt bitte alles in der A1 unterwegs? Du? Geilan. Die A4 gehen jetzt nach oben. Ketz war das, gell? Stäuben. Ja. Das war's? Ich denke, Bentwick auch, oder? Ich hab eine E4. Bentwick hat eine E4, da ist ein Schuss. Ja, dann sind wir nur zu viert. Dann machen wir die Rotte wie bisher Dewey und Sky. Und Stäuben und Cats. Auf, du bist noch bei mir? Victor. Dewey und Sky nehmen wieder die Lisa-Position der Bomber. Stäuben bitte diesmal und Ketz auf die Rolf-Position. Na, Stäuben ist noch nicht da. Genau. Den 1-1, Level. Die Bomber sind ja 10 Kilometer südöstlich von Bologna, dem Flugplatz. 5 Kilometer südöstlich vielleicht. Hallo 40 mittlerweile. Ja, wir müssen abschließen jetzt auf die Bomber. Los geht's. Erstmal ran an die Dinger. Ketz, dann bist du bis Stäuben rankommt, erstmal auf dich allein gestellt auf der Rolf-Position. Mit und wir kreisen hier nochmal über Lisa. Ich befürchte, dass du das sagst. Bomber 10 Kilometer südlich Bologna jetzt. Victor,
Bomber kreisen nochmal. Sehr schön. Gut gemacht, Dr. Tom. Sind jetzt über dem Küstenstreifen. Krach, also 10-1-0. Fast über der Flussmündung von AZ-17. Wir haben einen einzelnen Kontakt auf Hallo. Das ist Bentwick. Bentwick jetzt über den Bombern, ja. Bentwick, die E4 sind auf Hallo 52. Alles für euch. Ich nehme den Schub erstmal zurück, Sky, solange wir hier kurven. Also wie gesagt, die Bomber machen noch eine Runde für uns. Entferne dich nicht zu weit, Katz, wenn ich es richtig sehe. Wir gehen über Lisa grad zurück. Oh, Dui. Die A4 auf halb 10, 1, 0. Spannte 250. Ja, muss das immer sein, Vollruder? Da ist nichts voll runter, ich wurde die ganze Zeit langsamer. Ruhe. Okay, Karaja, hier dabei. Ich hänge mich an dich dran. Überfliegen gerade die Bomber, Vorsicht Sky, nicht so tief. Ja, wie du Formation ist jetzt zersprengt, wir hatten Warp. Victor, versucht die wieder herzustellen. Versucht die Formation wieder herzustellen. Victor, du hier Rolf Lieser, bitte. Rolf Lieser. Victor, danke. 109 E4 über Lisa, große Lisa. Ich gehe wieder stark vom Leistung runter, Sky, Vorsicht. Halb 10, 09. Oh, ich bleibe im Halle 40 Süd, westlich vor Bologna. Suche euch schon. Kannst du uns nicht übersehen. Hallo, mittlerweile die Bomber 47 stäuben. Okay. Südlich die Küste runter noch ein Stück. War schon Le Turquet oder noch davor? Nee, schon davor. Halten jetzt gerade nördlich die Küste hoch auf Bologna wieder. Victor, wisst meine 1 Uhr Kontakte. 5 Bomber haben wir in der Luft, oder? Kommt der letzte gerade ran. Yes, HE-14. HE-14, we are coming in 5K. Wir sind 3000 über Bologna-Strecke weiter, Suche. Hallo 50 gehen bei uns durch. Kurz gerade auf French Point. Global, how many are you? Bologna. Round 5? Okay, we see you. Wir haben Kontakte auf 12 Uhr unterhalb. Okay. What's us? Okay. Okay, wir stäuben, bin bei euch. Ja, hast uns gerade passiert, gell? Ketz ist auf der Rolf-Position stäuben, wenn ihr euch zusammenschließen könnt. Der Bomber. Vito, die 88er gehen auf 45 und Abflugkurs Richtung Ziel. Jetzt. Victor. Okay, Ketz, ich hab dich. Victor, we are over limp circling. Du hast auch eine E1, ja? Jo, unsere beiden Rotten haben E1 steuern.
Huber, we have some contacts over Folkestone low. Half of us is going to check what it is. Ach, wenn die low sind, dann sind die doch scheißegal. Bomber werden jetzt übrigens ziemlich schnell aufpassen, dass er den Anschluss nicht verliert. Ja, das sind U88, richtig? Jo. Da, dann haben die Stoff. Halb 10, 1, 0. Kontakt tief, 1 Uhr vorn Bombern, Wittich-Kanal. Kommt auf die Bomber schnell zu. Fast Frenzspitze. Das Falkenberg. Nee, ich bin hinter euch. Okay, we identified those special things, they are balloons. Okay, Victor. Wo überquert ihr die Küste? Boulogne? Alright. Einen abgeschlagen, 88 hier auf der Lisa-Position. Ja, ich habe Probleme hier ranzukommen. Ich habe schon voll Stoff alles drin hier die ganze Zeit. 420, 430 am Stau. Kommst du schon ran, nur nicht überdrehen. Ah, ich komme jetzt hinter den Bombern hoch, also keine Angst, ist keine Spit, ja. Gruber, we have maybe 6 identified contacts over Dover. Dover Folkestone, hi, 6K. Der andere? Ja. Fliegen ja, ziemlich übel auf Folkestone gerade zu. Alright, Tom. Ich bin auf halb 10. Sky und passt die Atta immer an. Ja, Victor. Also die Ungarn kommen jetzt. Die Ungarn werden jetzt von Calais hierher kommen und nehmen die Bomber dann auch mit im Rückmarsch auf Empfang. Gut aufpassen, wir kommen in gefährliches Gebiet. Mann, die Kriegen sind verdammt schnell, ey. 10-1-0. Ja. Die E4 ist halb 10-1-0. Die fliegen etwa 370, hätte ich gesagt, 380. Das ist aber nicht gut, was die Bomber machen. Die sollten mal langsamer machen, dass ihr Nachzügler da rankommt. Der fällt immer weiter zurück. Vielleicht hat er Motorprobleme. Das macht doch schon. Den können wir nicht verteidigen. Doktor, was ist euer Abflug? 130 Grad dann. Victor. Okay, Stäuben kommt jetzt auf der Rolf-Position. Ich habe mich etwas leicht erhöht. Parallel zu Dewey. Etwas erhöht vorne hinsetzen. Kontakt 2, auf der 3 Kontakte 3 Uhr der Bomber erhöht auf ca. Hallo 55. Victor, auch unsere Höhe wieder. Passieren auf 4 Uhr. Unsere Höhe 3 Uhr, 2, also halb 3 bis 3 circa. Wir können nichts machen hier unten. We are coming Kontakt. Down. 3 Uhr halb wieder. Bleiben bei den Bomben. Ja, das ist Vera. Vera's Gruppe. Freunde. Stolpen, Rolf, Lisa? Ja. Rolf, Lisa.
Wie du alle Bomber jetzt auf Kurssteuerung 22 Lümpner im Fadenkreuz. Sehr schön. Jetzt gilt's. Kontakt 2. Gutes Klingen. Überfliegt Folkestone am westlichen Ende auf Hallo ca. 20. Victor fliegt Richtung Südwesten raus. Sollte uns noch nicht stören. Victor. So sehr niedrig, ja. Weiterer Kontakt kommt auf die Bomber zu, auf ihrer 1 Uhr, leicht unterhalb. Vorsicht, weiterer Kontakt auf 2 Uhr der Bomber, ebenfalls leicht unterhalb. Einer passiert die Bomber gleich auf der 2 Uhr. Vorsicht, rechte Bomber, habt ihr Feindmeldung? Wir ist kriegen eine Hörer. Der Kontakt auf der 2 Uhr ist eine Feindmaschine, der fliegt aber Richtung Dover. Zwei okay. Kontakt, drei Kontakte jetzt auf der 3 bis 4 Uhr der Bomber, im Moment alle noch unterhalb. Einer nah, die anderen nähern sich. Letzte Maschine hinten rechts. Quicksal. Wie du unterstützt ihr oder sollen wir dann auf der Lisa-Position im Notfall rüberhuffen? Ihr geht dann auf die Kontakte. Okay. Fragezeichen 4 Uhr. Kontakt Spitfire zieht auf die Bomber herein, fliegt die Küsten entlang. Wo bitte? Ein Kontakt direkt, der fliegt an die Küste entlang, circa Hallo 4-0 schätze ich. Wenn er nicht gefährlich ist, die entfernt sich aber von den Bombern, bleibt an den Bombern dran. Die gehen im Moment einer auf kommt Dover, auf die Bomber Kontakte. Zu jetzt. Sehen Karaya. Jetzt hat er wieder umgezogen. Er ist wieder herumgekurvt. Wir bleiben im Moment frei, wie es aussieht. Bonbon. Wir bleiben an den Bombern. Bomber werfen in wenigen Sekunden. Die Roten wissen auf jeden Fall, wo wir sind, also Vorsicht. Zwei Kontakte kommen auf der 4 Uhr hoch rein. Hallo circa 655. 109er. Zwei weitere 1 Uhr Bomber flach rein, leicht unterhalb. Zwei Stück voraus die Feinde. Bomber haben geschmissen. Soll ich spawnen? Negativ 209er ebenfalls. Sehr schön, das klappt wieder. Funkdisziplin. Fragezeichen, 1 Uhr unterhalb Video. Fliegenkurs. Vito, Bomberbomben raus, über Lisa, Kurs 130. Sky, wir steigen in der Lisa. Du, soll ich joinen und spawnen? Victor. Warte am besten auf uns, wir sind in einer halben Stunde wieder zurück. Maximal. Hat das jemand Bomber drehen über Lisa, bleib dran. Ja, ja. Schutz über Lisa. Cat, rechts von uns alles frei, soweit ich sehen kann. Auch über uns. Hinter uns Kontakte erhöht. Aber noch weit weg könnten nur 9er sein. Bei Folkestone sind gerade 6 Kontakte auf leicht niedrigeren Höhen, aber noch alle weit weg. Okay, wir müssen Stoff geben, die geben direkt wieder Speed auf. Aber auch nicht zerstört, ne? Naja, das ist schwer mit so wenig Bombern. Ja, nochmal hätte aber die Meldung kommen sollen. Ja, es waren aber über 5000 Kilogramm, guck mal, 7380, glaube ich. Ja, da hat fast. Naja, da hat fast jeder getroffen, das ist schon mal gut. Für uns. Naja, nicht wirklich, 2400 mal 5. Ich weiß nicht, was sie geladen haben. Mehrere Kontakte kommen jetzt auf der 9 Uhr der Bomber ran, auf derselben Höhe. Ja, die hatte ich schon gemeldet, die waren hinter uns. Naja, klar. Sind teilweise 109, aber. Feindmaschine. Spitfire, ja. Victor. 9 Uhr Spitfire. 2 Stück. Wir haben Angreifmaschinen, Spit auf 11 Uhr. Victor, angreifen, Dewey. Dauert bei uns noch ein bisschen, die gehen auf die Führenden, wir hängen ein bisschen hinter. Wie du kann er gehen unter. Wir sind im Feind, wir stürzen rein. Der war hinter uns, er geht nicht runter. Der zweite, erste Bombe von links hat Beschuss, Vorsicht. Bomber drücken an. Bomber drücken an, jawohl. Weiteres Bit kommt rein auf der 9 Uhr, auf runter. Die gehe ich Sky. Wieder ja, Frage, freie Jagd. Freie Jagd. Bin noch dran, ja. Freie Jagd. Freie Jagd. Victor stürzt runter. Auf die Hurry.
Plätze verloren. Feuer frei für Programm G. Kauf, bei mir bleiben. Bin dran. Wird immer mal 6 checken, Vorsicht. Sky, die haben wir unter uns. Ich werde gleich eine Fassrolle machen. Nicht bitte um uns, Kauf. Auf nach oben. Rechts weg. Ran. Eine Loop nach oben. Über Rolf, runter Sky, falls du noch dran bist. Ansonsten freie Jagd. Jetzt bleiben wir. Kann im Moment nicht deine 6 einsehen, Sky, Vorsicht. Victor. Bin hinter einer Spit. Bitte auch Richtung England weg. Victor. Rolf Kurve. Cats, wo bist du? Hab eine abgedrängt. Achtung, kommt eine 109 von hinten. Okay, ist sauber. Victor, Bombe am Nagelkurs, Bologna Albrecht. Dui, du bist gerade über Lisa, ist das richtig? Jetzt über Rolf, ja. Fall runter. Okay. Ich geh wieder an die Bomber. Bomber haben eine Spit, die rechten Bomber haben eine Spit dran. Na verdammt, da habe ich eine schon weggedrängt. Ich gehe wieder hin. Flach sind die mittlerweile, ich gehe runter. Ja, wir müssen runter. Kate, wir müssen runter. Koppel zurück, reinstürzen. Hurricane angeschossen. Spit voll angeschossen, ich gehe nach. Bomber Gunner gehen. Ich gehe auf die Spit drauf. Victor, der hängt hier ca. 300 Meter dran. Du bist noch bei mir, komm schnell. Ja, her. Ich bin noch bei dir, ja. Alles klar, der hängt an der Spit. Bist du jetzt in der Rolf? Ja. Victor, ja, ich passiere dich jetzt. Spit ist unter mir. Wir haben 3 Maschinen ca. hier. Noch einer bei den Bombern von aus? Kommt wir müssen zu den Bombern. Spit vor mir. Wir haben 2 Feindmaschinen. Warum ist denn keiner da? Bomber sind flach mittlerweile. Circa Kurs Kolonne. Bomber sind 150. Kurs 150. Doc, okay. Wir kommen nicht rechtzeitig ran. Die hängen bei euch dran. Wir sind kurz dahinter, aber kommen nicht näher. Gib mir mal ein Rad, einmal kurbeln, dann sind wir 150. Bomber sind tief. Doc, ihr müsst irgendwas machen. Die hängen dran. Sky, einer dreht auf unserer Rollfett. Den ignorieren wir erstmal. Fliegen weiter. Ich bin bei dem Lisa, der hat jetzt abgebrochen. 150. Ich gehe auf den, also ich über Lisa jetzt gerade. Ihr seid frei, Doc, erstmal die 3 da vorne. Kauft noch bei mir. Bin dran. Katz, ich habe angedrückt, wir versuchen wieder hinten ranzukommen. Aber hier du sind Spit vor immer drum. Ja, ich ziehe gerade hoch. Da ist eine zweite 109 mit dran. Eine Maschine Motorschaden, die vorletzte. Okay, Bentwick da bei den Bombern. Gleich in Schussposition. Ah, Porredo, Pilot Kill auf das Spitfire. Spit geht runter. Ich komme wieder zurück. Hurricane hat abgedreht. Achtung, zweites Spitfire, ja. Zweites Spitfire, ja. Wir müssen hier weg, ja, ich habe 6. Geh nach unten Richtung Frankreich. Victor, drehe über Lisa. Du bist frei. Weitere Hurricane auf 6 von 109ern, die jetzt über Lisa gehen. Ja, ich hab was dran, glaube ich. Verpissen jetzt, verpissen. Graf, kannst du zurückgehen? Ich bin hinter dir tief. Ja. Hast du eine weite 6? Ja. Ja, Victor. Wahrscheinlich. Aber der ist noch weit weg, hat abgedreht, bist frei. Ab nach Hause. Bist du bei den Bombern noch? Komm mal zu mir. Ich bin hinter den Bombern, Sky. Pass hier auf, was nachkommt. Ja, ich schließe auf hinten. Falls du nah dran bist, dann bleib wohl dran, bitte. Ja, zur Sicherheit. Ich kurve doch ein Stück hinter ihn noch. Schließe mich drauf. Ja, du steigst. Häng dich ran. Victor. Zweiter Kill. Ach, du hast ihn. Ja, Victor. Hab's gesehen. Bestätige. Video, ich bin auf deiner 5 Uhr unterhalb. Okay, wir teilen uns alle nach. Bentwick, wo kämpft ihr? Abgeschossen. Südöstlich von English Point. Am Deck. Bombe ist links von uns. Kurs 130 ungefähr. Ja. Cats und Stäuben versuchen wieder weiter ranzukommen. Also circa Hälfte Kanal zwischen French Point, English Point. Bist du jetzt bei dem Bombern, Sky, bei einem? Ja. Ja, Kontakt, Feind auf frei. Feind auf frei. Hinten links der Qualm, da bin siehst ich. Du mich? Ricardus? Ja, du drehst über Rolf? Genau.
Vito, wir haben 5 Bomber, die fast die Küste erreicht haben. Sollen wir umdrehen und euch Nein, helfen? Ihr bleibt bei den Bombern. Dann können wir uns anderes. Hurricane, vor mir. Victor. Bandwick-Leistung. Volle Pulle. 1-3, 11 Uhr. Okay. Okay, Kett, ich habe auf meiner 2 Uhr 3 Kontakt, das müsste ein Bomber sein. Auf meiner 11 Uhr 109. Ich gehe hoch, mach Höhe. Sind die Bomber frei? Es sieht weiter so aus. Kontakt kommt. Bomber sind komplett zurück. Bandwick, wir haben 2 Kontakte, 12 bis 1 Uhr niedrig. Ja, ich glaube, das war die Bombergruppe. Die Bomber sind schon an der französischen Küste. Bist du über der Harry? Ja, und der ist jetzt tief hinter mir, zieht jetzt hoch. 2 Kontakte halb 1 und 2 Kontakte 1 bis 2 Uhr. Geh erstmal Richtung Frankreich, du kriegst da was hinten dran. Geh erstmal Richtung Frankreich. Victor. Ja, der kommt mir hinterher. Noch eine Feindmaschine. Das? Hau ab. Wir sind bei Folkestone und ziehen uns zurück Richtung French Point. Bandwick, Karaja. Ja, wir kommen Richtung Boulogne. Okay. Hallo, ist jetzt 5. Wir machen ein bisschen Höhe hier. Dann können wir Vido vielleicht. Hast du Web drinnen? Du ziehst ihn gerade ziemlich weg. Ja. Nein. Vido, siehst du den? Ich glaube, du bist frei, die sind nicht gefolgt. Vido, Kirchturm? Ich bin auf 10. Graf auf Deck. Victor. Graf weiter Richtung French Point. Victor. Ihr seid mit dem Kanal, oder wie? Machen Höhe vor French Point. Ja. Beziehungsweise Boulogne. Die Bombe teilen sich auf. Raus. Graf, deine Höhe. Hallo, ist 8. Steigend. Victor, wir bleiben erstmal da, Sky, solange bis die gelandet sind. Die werden jetzt landen, denke ich. Die splitten sich aber auf. Okay, wir ziehen uns zurück, bang weg. Ja, ich suche euch. Hallo 8. Und wir sind doppelt so hoch inzwischen. Wer hat den Kampf abgebrochen, es kommen zu viele Feinde rein. Naja, wir warten hier, vielleicht habt ihr noch einen Nachzügler. Victor. Graf vorne langsam. Victor. 10-1-0. Bandwick, ich glaube, ich sehe einen Kontakt 1 Uhr an den Klippen. Kommt jetzt Richtung Süden heraus. Ja, ich sehe ihn. Und dahinter ist noch einer, das müssten Graf und Vido sein. Vido, bist du hinter mir? Ziemlich schnell. Ja. Wahnsinn. Ich glaube, ihr seid frei. Wir sind auf eurer eine Oberhalb, Vido. Victor, wir werden nicht verfolgt. Louis, wir sind Victor. Jetzt zwischen Halo 15 vor Boulogne. Victor. Fliegenpatrouille. Wir eins getrennt sind wir, Stäuben, aber so, wir auch ziehen bei den uns Bombern. Jetzt alle Mann zurück und landen. Ich weiß noch, was die Bomber hier fabrizieren, oder der hat Verbindungsverlust. Vido, bist du noch da? Nee, da geht erst der beschädigte Bomber rein. Was gibt's noch für Ziele, die wir dort machen könnten? Okay, gehen wir zurück. Ja, das sind immer 109 okay. E4 für uns. Der 209 E4. Ja, kaufen wir all die Routen. Okay. Gab es irgendwelche Verluste? Na klar, Bomber haben wir ziemlich eingesteckt. Ich hoffe, dass alle überlebt haben. Einer extrem beschädigt. Aber sonst relativ gut sieht's aus. Vido, ich häng mich mal nicht ran. Da ist noch einer runtergegangen. Ja. Nein. Kontakt direkt voraus. Ja, ein Zuflieger. Sky, bist du gerade im Wasser auf einer Lisa? Hallo, etwa 15 bis 10? Ja. Ich habe da mehrere Kontakte. Direkt vor Boulogne. Circa 4 Stück. Hier sind die 88er, die Boulogne gerade landen, und die 109er. Ja. Okay. Das seid ihr. Okay. Ja. Dachte ich mir schon fast. Wir sind euch auf Hallo 30 gleich. Kriegen wir Höhenschutz. Sky, ich bin auf deiner 3 Uhr jetzt.
Vito, wo landen wir? Was machen wir? Landen? Wir warten erstmal bis die 88er, die sind noch ein bisschen beschäftigt, soweit ich weiß. Gehen dann aber auch runter. Na, die 88er zu landen und dann noch beschädigt ist nicht einfach. Wir landen in Odenberg. Louis, du landest bitte bei Bologna und die E4er auf Odenberg. Und Victor. Doc, bitte gib Bescheid, wenn der letzte Bomber gelandet ist, dann gehen wir rein. Victor. Audenbär sollte auf unserer 11 niedrig sein. Ja, Victor. Die Mission geht bis 22 Uhr, oder? Heute sogar bis 23 Uhr, weil es eine Stunde erst später losging. Okay. Also, können noch eine schöne Mission fliegen, falls du Lust hast und Zeit. Ja, gerne, aber ich warte jetzt halt, bis hier unten Zeit. Gibt es überhaupt noch ein Ziel zu zerstören? Ja, genug. Ein paar Flugfelder. Also ganz kaputt ist ja noch keins gegangen, oder? Also ich bin ja dafür, ja, wir sprengen eins aus der britischen Insel den Stöpsel raus und lassen sie absaufen. Die Themse wird weiter durchgesprengt. Trennt sich Schottland ab. Genau. Die wollten schon immer eigenständig sein. Die Ukraine eigentlich auch. Aber das machen wir dann bei BOS, klar. Na, der stark beschädigte Bomber hat es auch noch nach Hause geschafft, wie es aussieht. Jetzt landet gerade, glaube ich, der letzte. Oh, Leck. Was, Oleg? Wo ist der Oleg? Leck. Gas raus. Bauwerk raus. Lappen raus. Arme raus. Reuer raus. Super geil. War das der letzte Bomber, der gerade aufgesetzt hat, Doc? Jetzt der letzte Bomber. Von See zur Landrichtung, die Landebahn links, besetzt durch defekte Bomber. Victor, dann beginnen wir auch den Landeanflug. Benwick, ich glaube, wir haben schon Odenbär passiert. Das ist jetzt auf unserer Stäuben, dann gehen erstmal Dewey und Sky auf Lande. Abschuss für Video. Auf Landung. Was? Du hast einen Abschuss? Nach Landinwärts. Mhm. Werder. Dewey, die Landebahn ist grafisch belegt durch ein Fliegerdenkmal. Victor, wir werden drumherum navigieren. Okay. Grafisch lande links. Zurück auf Null, Victor. Schub runter, Klappen raus, Fahrwerk raus. Oh, wenn das der Mutti gesehen hätte. So, ich geh rein. Und über Lisa. Die Lisa bis Mitte ist ziemlich belegt, Sky. Dann lande ich auf der rechten Bahn. Du kannst dir überlegen, ein bisschen Abstand zu lassen und dann auch auf der rechten oder noch ein Stück eben rechts davon versetzt. Da steht ja noch eine Maschine dann. Entwicklungsteil. Habe ich da auch was schießen gesehen gerade? Irgendwie Flak oder so? Ja, es kann nicht sein. Wir haben hier die Wall of Death. Das heißt, die könnten gar nicht drüber fliegen. Fabernit braucht Eskorte, kannst du mir sagen, dass wir gleich wieder einsatzbereit sind, wie du? Ja, nicht mehr. Sky ist jetzt rechts auf der Landebahn auf. Fahrwerk, ich lande wieder auf deiner rechten Seite. Boah, aber im letzten Moment. Ist denn der Schrotthaufen da mal bald despawned? Ups. Bodenwelle, wie nett. Noch nicht. Aber ja, gleich. Ist aber sicher gelandet, wie es aussieht. Aber Fahrbahn ist jetzt komplett blockiert. Ja, jetzt wieder Wasserkühler Schaden kriegen. Immer den Kühler aufmachen, wenn er gelandet ist, und den Motor nicht sofort ausmachen. Abkühlen lassen. Ja, das war vielleicht das Problem. Ich habe letztes gleich ausgemacht. Ja, ich esse jetzt erstmal kurz was. Okay, Tara, die Bosse fahren, Bahn frei, Osterei. Gut, muss schauen, es ist ja, gell, es ist ziemlich blockiert alles. Na, dann muss ich wohl daneben landen.
Die Harry haben wir schön auseinandergenommen, ne? Ja, die hat beide Hände über den Kopf zusammengeklatscht. Ja, ja, ich hab's gesehen. Hab beschossen, dann rumgedreht. Dann wollte ich gucken, wo ist er jetzt? Und dann habe ich nur gesehen, wie der Flügel ab ist und die Maschine runter. Und dann habe ich deine Maschine gesehen und dachte ich, oh, da ist gerade 190 die Harry durchgeflogen. Wir treffen uns dann erstmal alle wieder zusammen in den Kanal. Damit wir... Wir hatten keine Verluste, oder? Nö. Bisher nicht. Okay. Wer ist die erste Mission mitgeflogen? Greif, ne? Wer jetzt nicht mal da ist. Max auch noch. Greif und Max, soweit ich weiß. Und noch einer, wer war der dritte? Also ich... Katz ist auch mitgeflogen, die erste. Genau, nee, ich meine, also... Greif und Max waren die... Die jetzt du hast zwei Missionen. Zwei Missionen, ja. Aber da bleibt Laptop auch. Oh. Dafür, dass wir Damage gemacht haben, ist das fast ausgeglichen von den Zahlen. Bleiben zwei Missionen? Ja. Falkenberg 2. 2, ja. Auf 2. Feuer 2. Entwick 2. Naja, war gut, wie du dran gewesen bist. Hab mich gewundert. Aber in dem Chaos, ja, sich da durchzusehen, das war wirklich nicht einfach. Okay. Doktor 2. Remiss. 2 Punkte. Muss mal kurz gucken, wer da alles mit dabei ist. Ah. Super, super.